Hallo, liebe Zuschauer. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Reiseapotheke. Reiseapotheke, ja, was muss denn mit? Es gibt zwei wichtige Fragen zu dem Thema. Erstens mal, wo wollen Sie und wo reisen Sie eigentlich hin? Bleiben Sie in Europa, bleiben Sie an der Ostsee oder fliegen Sie weit, weit weg, Fernreise, Tropen, Wildnis? Danach alleine richtet sich schon der Auskunft, was in die Reiseapotheke muss. Wichtige Frage ist auch noch, kommen Kinder mit oder nicht? Das ist auch nochmal eine Unterscheidung. Aber generell kann man sagen, wenn Sie eine Fernreise planen, achten Sie darauf, dass Sie sich informieren. Sie müssen wissen, wie die Impfvorschriften sind. Sie müssen wissen, wie die Malaria-Prophylaxe-Vorschriften sind. Auch da sind wir bestens informiert. Kommen Sie zu uns, wir geben Ihnen darüber Auskunft. Wir haben für Sie einen kleinen Reiseratgeber für unterwegs, den Sie mitnehmen können. Der passt ganz leicht ins Handgepäck mit lauter Informationen, was Sie machen können, wenn der Sonnenbrand da ist, was Sie machen können, wenn Durchfall da ist und, und. Und wir haben für Sie vorbereitet eine Checkliste fürs Kofferpacken, was kommt rein, was ist nützlich und Sie entscheiden, was Sie brauchen und was nicht. Das Wichtigste vorab ist der Sonnenschutz, der Mückenschutz und die Vorbereitung auf die Sonne. Der Sonnenschutz richtet sich dann auch wieder danach, wo Sie hinfliegen. Fragen Sie uns dazu. Sie brauchen einen hohen Faktor. Sie haben sicherlich die Auswahl zwischen Gesicht und Körper. Es gibt anderen Sonnenschutz für Kinder. Da haben wir alles da. Und beim Mückenschutz ist es wichtig, dass Sie unterscheiden oder man unterscheidet dort zwischen Mückenschutz Tropen und Europa. Mückenschutz für die Kleidung, für die Haut, was brauchen Sie individuell? Gibt es eventuell dann nach dem Stich, muss man ein Kühlgel mitnehmen, antiallergisches? Gibt es für die Kinder ein Roll-on, ein Kühl-Roll-on, auch für den Mückenstich danach? Also da haben wir alles da, was Sie brauchen könnten. Einen kleinen Hinweis möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch geben. Es ist auch wichtig, dass Sie, wenn Sie jetzt im Urlaub sind, 10 Minuten, Viertelstunde auch mal ohne Sonnenschutz in die Sonne gehen. Denn mit dem Sonnenschutz hat Ihr Körper keine oder wenig Möglichkeiten, Vitamin D zu bilden. Wenn Sie nur 10 Minuten in die Sonne gehen ohne Sonnenschutz, vielleicht morgens zum Frühstück, dann haben Sie die Möglichkeit oder hat der Körper die Möglichkeit, 20.000 internationale Einheiten, das ist eine Wochendosierung in der Tablette, zu bilden. Und damit sind Sie dann auch im Urlaub vitaminmäßig bestens ausgestattet. So, alles ist gepackt und es geht los. Entweder fliegen Sie oder Sie fahren mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Schiff. Für jeden von uns ist erstmal die Reise angesagt zum Zielort. Und dafür gibt es also die unterschiedlichsten Tabletten für gegen Reiseübelkeit und Schwindel. Es gibt Kaugummis für Kinder. Es gibt auch Armbänder, die Sie anlegen können. Die arbeiten über Akupressur. Die drücken also auf einen ganz bestimmten Punkt am Handgelenk, sodass Ihnen nicht übel werden kann. Es gibt es auch für Kinder. Erstaunlicherweise wirkt das sehr gut, speziell auch auf dem Schiff. Wichtig für den Flug ist, dass Sie eventuell Ohrstöpsel mitnehmen für die Kinder, dass die Kinder Kaugummi kauen, vielleicht ein Nasenspray, falls die Nase ein bisschen verstopft ist, damit sie abschwellen kann. Das hilft oft ganz gut, um den Ohrendruck etwas weniger belastend zu machen. Wichtig ist, dass die kleinen Babys, die müssen was zum Saugen haben, entweder einen Schnuller oder eine Flasche oder wie auch immer. Die älteren Herrschaften dürfen nicht vergessen, den Thromboseschutz einzusetzen. Eventuell da auch uns ansprechen, beim Arzt nachfragen, wie sie wünschen. Thromboseschutz bedeutet entweder Stützstrümpfe oder die blutverdünnende Spritze oder Tabletten oder alles drei. Da muss man dann sehen, inwieweit überhaupt eine Gefährdung vorliegt oder ob das überhaupt notwendig ist. So, Sie sind jetzt am Urlaubsort angekommen, fühlen sich wohl und sind gespannt, was auf Sie zukommt. Achten Sie auf 4 Komplikationen, die eintreten können. Zum einen haben Sie eine völlig veränderte Nahrungsaufnahme. Da ist es wichtig, dass Sie erstmal nicht zu scharf, nicht zu fremdländisch, vielleicht doch erstmal eine leichte Kost. Allerdings nichts Ungekochtes, kein Eis, kein Salat und so weiter im Fernen Osten. Aber das wissen Sie wahrscheinlich dann selbst. Also das sind solche Sachen, wo man darauf achten muss, dass man auch, wenn man in der
frisch in der Sonne ist, in der extremen Sonne, dass man auf keinen Fall mit Sonnenbrand oder geröteter Haut nochmal in die Sonne darf. Nutzen Sie leichte Sommerkleidung, legen Sie über die Schulter, setzen Sie einen Hut auf, denn eine bereits gerötete Haut, die nochmal in die Sonne kommt, ist wirklich krebsgefährdet. Man sagt den Spruch, erst krebsrot, dann krebstot. Das ist nicht lustig, also da sollten Sie wirklich auf sich achten. Das nächste ist, Sie kommen vielleicht in die Tropen, dort ist es heiß, dort ist sehr viel Sonne, dort hat es eine ganz andere Luftfeuchtigkeit. Da kann es dann zu Kreislaufproblemen kommen, Ihnen kann schwindelig sein. Machen Sie langsam, gehen Sie am Anfang erst in den Schatten, nehmen Sie vielleicht ein Chorodin mit für den Kreislauf, wenn Sie eh schon niedrigen Blutdruck haben. Achten Sie ein bisschen auf sich und dann natürlich, also direkt vom Schreibtisch auf hohe Höhen in die Berge, das geht auch nicht. Da muss man trainieren, da muss man sich ein bisschen vorbereiten. Da ist wichtig, dass man wirklich sagt, okay, also ein 3000er, wenn ich den jetzt besteigen will, muss ich dafür trainieren. Am Anfang hatte ich schon die Reiseapotheke für Kinder angesprochen. Was kommt da rein? Ganz wichtig, natürlich guter wasserfester Sonnenschutz, Pflaster, Desinfektionsmittel, Wund- und Heilsalbe. Vielleicht können wir Sie auch beraten dahingehend, dass Sie eine homöopathische Reiseapotheke für die Kinder mitnehmen. Da ist dann auch was drin gegen Fieber und Erbrechen und so weiter mit Globulis. Das ist oft für die Kinder ganz angenehm. Wichtig ist auch, dass Sie jeden Abend Ihr Kind mit After Sun eincremen und jeden Abend, wenn Sie in den Bergen sind oder in den Wäldern, dürft in den Wiesen natürlich auch das Kind nach Zecken abschauen. Denn Zecken werden erst gefährlich, wenn sie schon 24 Stunden in der Haut sitzen. Ansonsten können sie ihre giftigen Stoffe noch nicht abgeben. Also jeden Abend gucken, ganze Körperchen abgucken und dann kann gar nichts schief gehen. So, jetzt habe ich viel erzählt und doch vielleicht nicht Ihre individuellen Ansprüche getroffen. Dazu kommen Sie doch zu uns. Wir beraten Sie gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub, viel Spaß, viel Freude, keine Komplikationen, dass alles gut läuft und hoffe und wünsche, dass wir uns wohlbehalten und gesund wiedersehen.